Hey Leute und Leute, herzlich willkommen bei Shrimp Paddle. Heute sind wir am Start mit dem Thema, wo bekomme ich am besten Informationen zur Aquaristik her? Viel Spaß! Ja, heute sind wir am Start mit dem Thema, wo erhalte ich eigentlich am besten Informationen über die Aquaristik her? Erstmal grundlegend, um vielleicht diesen Einleitungssatz, der ein bisschen verwirrend klingen kann, zu erklären. Stellt euch vor, ihr seid Anfänger in der Aquaristik, ihr habt einfach bei eurem Onkel, Papa, Opa, wem auch immer, Mama, ein Becken gesehen oder im Kindergarten, in der Öffentlichkeit, beim Nachbarn, sonst irgendwo und habt euch gesagt, ich will auch ein Aquarium. Wo kriegt man Infos her? Wo kriegt man gute Infos her? Wo kriegt man vielleicht auch Infos her für den spezifischen Bereich, wo man unterwegs sein will? Ich will ja keine Werbung machen, aber vielleicht wieder beim Thema Wirbellosen. Ansonsten auch Fische. Ja, ich habe das mal so untergliedert in drei verschiedene Varianten, wenn man so sagen will, wo man am besten Infos herkriegt. Thema 1, was auch mich zur Aquaristik gebracht hat, also inspiriert letztendlich wurde ich durch meinen Onkel, der war Diskus- und Malawi-Züchter, hat auch eine recht große Anlage im Keller gehabt. Mich hat das schon recht früh fasziniert. Also nicht nur so das Thema per se Aquaristik, Fisch und alles, sondern der hat auch eine Entsalzungsanlage, hat mir gezeigt, wie man das Wasser aufbereitet, mit Regenwasser vermischt. Der hatte eine Torfanlage und so diese ganzen Steps da, um möglichst naturnahes, gutes Wasser zu produzieren. Gerade auch das hat mich wirklich sehr interessiert. Auf Wirbellosen bin ich dann eigentlich eher so, ja, eigentlich durchs Thema Online-Foren und sowas gekommen. Anfangs war bei mir auch eher so Fisch-Aquaristik, Panzerwelt zum Panier und Salma Scalara hatte ich früher. Ja, sowas. Mein Einstieg, den ich jedem bis heute noch empfehlen kann, ist das Thema Bücher. Bücher gibt es, hoppla, wie Sand am Meer. Viele sehr gute Bücher. Sei es so klassische Sachen wie Geo- und U-Ratgeber, ansonsten so meine persönlichen Favoriten unter den Büchern, allein schon von der Aufmachung her, auch vielleicht von den Bildern, so ein bisschen den Anreiz zu schaffen bei demjenigen, sind die Bücher vom Däne Verlag. Das war eigentlich früher so die Allround-Bibel für Garnelen, wenn man so sagen will. Das ist noch von den Gebrüder Logemann, schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist von 2008, wenn ich jetzt nichts Verkehrtes sage. Moment, das interessiert mich jetzt mal. Normalerweise steht es ja drin. Wo sind wir? Nö, er findet nichts. Aber ich meine so Region 2008, das war dann schon die zweite Auflage. Das sind halt einfach wirklich Bücher, die einem so ein Rundumwissen vermitteln. Das jetzt natürlich spezifisch für den Bereich Wirbellosen-Aquaristik. Ihr bekommt auch sehr viele Standardratgeber, Einstieg in die Aquaristik. Es gibt spezielle Bücher, Nanofibel, mein Einstieg in die Nanoaquaristik, oder ich habe, glaube ich, auch noch einen G&U-Ratgeber, der heißt Nanoaquarien, alles von 18 bis 36 Liter oder sowas. Also in Büchern, gerade auch die wirklich von Leuten geschrieben worden sind, die in der Aquaristik ihr Leben verbracht haben, wenn man so sagen will, da bekommt ihr schon wirklich sehr, 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 sehr viel Input raus. Natürlich, ehrlichkeitshalber, das wird oft heiß diskutiert, muss man dazu sagen, es tut sich eigentlich jährlich was in der Aquaristik, auch wenn jetzt keine riesen Meilensteine sind, dass man auf einmal sagt, okay, keine Ahnung, Fische müssen nicht mehr auf Wasser gehalten werden, sondern irgendeinen chemischen Stoff, ganz blödes Beispiel, dass man einfach sagt, Jahr für Jahr geht die Wissenschaft weiter, geht auch die Aquaristik weiter, um Step by Step sagen zu können, okay, wir haben jetzt einen einfacheren Weg, besseres Wasser für die Tiere anbieten zu können, sei es mit Wasseraufbereitern, andere Filterungen, Filterzusätze, neue Technik. Man müsste manche Bücher auch regelmäßig aktualisieren, aber grundlegend, was in diesen Büchern steht, gilt nach wie vor auch heute. Und auch diese Bücher geben euch wirklich einen sehr, 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 sehr guten Leitfaden, was man wie zu machen hat, was so die ersten Steps sind. Wie gesagt, guckt, wenn ihr noch keine Ahnung von irgendwas habt, nach Einstiegsbüchern. Da gibt es wirklich so Titel wie Mein Einstieg in die Aquaristik oder Mein erstes Aquarium. Das sind dann so Einleitungsbücher. Dann
bücherspezifisch für zum Beispiel Nanoaquarien, Garnelen, Krabben, Krebse, was euch zusagt, was ihr haben möchtet oder was ihr anstrebt, dass ihr gerne halten würdet. Da gibt es dann auch spezifische Bücher für. Wenn ihr dann noch einen Step oben drüber gehen wollt und sagt, okay, ich würde mich aber gern noch aktueller mit etwas, was ich in der Hand halten kann, auf den aktuellen Stand der Dinge setzen. Das soll jetzt keine Werbung sein für einen dänischen Verlag, aber die haben halt als einzigste so ein spezielles Caridina-Magazin. Kommt viermal im Jahr raus. Da kriegt ihr auch aktuelle Infos her. Was gibt es Neues an Technik? Was gibt es für neue Futtersorten? Gibt es neue Arten, die eingeführt worden sind? Gibt es neue Methoden der Wasseraufbereitung? Da kriegt ihr halt dann die aktuelleren Infos raus. Ansonsten, wenn ihr euch ein Einsteigerbuch kauft, könnt ihr auch einfach danach mal gucken, wie aktuell ist dieses Buch oder ist es die, keine Ahnung, 7., 8., 9. Auflage und wurde schon immer wieder aktualisiert. Das sollte auch für ein gutes Buch sprechen. Und damit bekommt ihr dann erstmal euer grundlegendes Wissen. Dann vielleicht, um den nächsten Step aufzugreifen, ein Buch ist zwar schön in der Hand zu haben und zu lesen, aber man versteht nicht immer alles. Sage ich ehrlich dazu, in meinem ersten Buch, das ich gelesen habe, das war damals noch ein G&U-Ratgeber, 2006. Da war mal so sporadisch auf zwei Seiten erklärt, wie das mit dem Abfallkreislauf, wenn man so sagen will, funktioniert. Also sprich Thema Ammonium, Nitrit, Nitrat. Ich habe es ums Verrecken nicht kapiert. Da war zwar so ein schönes Bild drauf mit so Pfeilen rundum und so bunt bemalt. Also war wirklich schön gemacht, aber ich habe es ums Verrecken nicht kapiert, was die von mir wollen, weil ich erstmal so nicht im Kopf hatte, was wollt ihr jetzt mit Nitrit, auch wenn es wirklich Wort für Wort da drin stand. Man versteht nicht immer alles, weil man nicht so in der Materie drin ist. Wenn ich heutzutage sowas lese, denke ich mir, yo, komm, erzähl mal was Neues. Aber als Einsteiger mag da doch schon hier und da was verwirrend sein. Und da kommen wir zum zweiten Punkt der Informationsquellen. Vereine, Messen, Treffen, Austausch, andere Aquarianer. Nicht jeder hat den Luxus, direkt bei sich um die Ecke einen Aquaristikverein zu haben. Da, wo ich zum Beispiel vorher gewohnt habe, war direkt um die Ecke die Hotonia in Darmstadt. Wirklich ein Tipptopp-Aquaristikverein. Wenn ihr einen in der Gegend habt, dass ihr sagt, okay, ich muss nicht 100 Kilometer weit fahren, guckt mal, wann die offene Tage haben, Besuchstage. Manche haben auch so, ich sag mal, vor Corona noch, wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht. Wenn man sagen will, so Feierlichkeiten, Tag der offenen Tür, gibt es dann auch was zu essen, Kaffee, Kuchen, man kann sich zusammenhocken. Und gerade da könnt ihr wirklich die Chance nutzen, ohne jetzt den Zwang zu haben, so einen Verein beizutreten, einfach mal die Leute dazu fragen, hey, ich habe das und das auch im Buch gelesen, habe das nicht so verstanden, kannst du mir mal das erklären? Die werden euch zu 99% mit Vorliebe wirklich sehr, sehr gerne helfen. Es gibt für einen Aquaristik-Nerd, Liebhaber, was man sagen will, Experte, nichts Besseres, wie wenn man einen Anfänger ein bisschen aufklären kann. Das macht einfach Spaß, man kann sein Wissen weitergeben und kann ihm vielleicht auch Tipps geben, die so nicht in dem Buch standen. Wäre auch sonst ein Grund für mich, nicht hier vor der Kamera zu sitzen. Thema ist das, ihr könnt dann natürlich auch sagen, ihr wollt dem Verein beitreten. Sollte man natürlich dann auch regelmäßig da sein, die Becken mal mitpflegen. Wenn euch das zu viel ist, wie gesagt, nutzt so einen Tag der offenen Tür und stellt da vor Ort mal die Fragen. Ansonsten Online-Foren. Hier wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich komme aus einer Zeit, da gab es noch die Krusterwelt, dann gab es noch garnelenforum.de war das, glaube ich. Dann noch das Thema vom Garnelenhaus, Wirbellotse, das Forum. Foren mittlerweile werden nach und nach eingestellt, hat verschiedenste Gründe. Ist ein bisschen schade, weil ich muss ehrlich dazu sagen, diese Forenzeit von früher, die fehlt mir wirklich massivst, weil das einfach Foren waren, wo A, radikal aussortiert wurde, wenn jemand am Rumstänkern war oder nicht helfen wollte auf Krampf. Und B, immer ein sehr hilfsbereiter und sehr freundlicher Austausch stattgefunden hat und vielleicht auch, sag ich mal, regelmäßig Posts einfach gemacht wurden als Infostand. Also viele heutzutage verstehen ja ein Forum einfach als Funktion, okay, ich stelle eine Frage rein, kriege eine Antwort. Früher war das auch mal so, dass einfach einer einen Post gemacht hat, meine Aufbereitungsvariante für Regenwasser. Und dann standen da zwei A4-Seiten, wie er Regenwasser aufbereitet. Und dann hat man es gelesen und gesagt, oh cool, wusste ich so gar nicht, habe ich mich jetzt mal durchgelesen, möchte ich auch mal probieren. Das ist so die alte Zeit, die ich ein bisschen vermisse. Es gibt vereinzelt noch ein paar kleine Foren, wo das so ist. Sie werden aber immer weniger, leider Gottes.
Vieles läuft dann heutzutage einfach über so Themen wie Facebook-Foren und sowas. Seid da ein bisschen vorsichtig. Der Ton ist stellenweise sehr rau, gerade bei Anfängern, wo ich mir dann sage, er hat freundlich gefragt, er hat das Aquarium noch nicht. Es mag vielleicht für einen, der 20, 30 Jahre Ahnung hat, eine blöde Frage sein. Ist aber kein Grund, sarkastisch oder irgendwie mit so einer Antwort zu reagieren, weil das hält dann meistens die Leute vom Hobby fern. Deswegen dieser reelle Austausch, finde ich persönlich ein bisschen schöner. Klar, jetzt wäre Corona schwierig gewesen, aber ich denke doch, spätestens zum nächsten Jahr hin wird sich das wieder ein bisschen normalisieren. Fragt Leute in echt. Ansonsten Thema YouTube-Plattform, Instagram. Aquaristik auf Instagram hat eine riesen Reichweite. Auch da könnt ihr die Chance nutzen, einfach mal jemanden, wo ihr sagt, okay, der macht genau das, was mir gefällt. Sulawesi-Becken, Borneo-Becken, Taiwan-Becken. Ich stelle dem jetzt mal die Frage, weil ich weiß nicht, wie ich weiterkomme und ich finde es nicht in einem Buch. Da kriegt ihr meistens auch recht schnelle und auch freundliche Antworten. Ansonsten so in diversen Foren ein bisschen vorsichtig sein. Stellt mal eine Frage rein, wenn ihr eine habt, wenn ihr merkt, okay, es kommt zu 99% nur Sarkasmus oder blöde Antworten bei rum, dann lasst's. Sucht euch einen besseren Weg. Es gibt viele Möglichkeiten. Das war halt früher ein bisschen besser. Ist so mein Erachten. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, gerade so die älteren Hasen, wie ihr das so seht. Also ich fand Foren früher besser und angenehmer. Aber auch das kann eine Informationsquelle für euch sein. Ansonsten, last but not least, letzte und dritte, greift eigentlich die zweite so ein bisschen auf, so Vereinsleben zu dem Thema hin, Online-Plattformen. Es gibt mittlerweile viele, viele, viele sehr gute Online-Seiten, wo die komplette Aquaristik, wirbellosen Aquaristik-Abläufe erklärt sind. Also mein Favorit jetzt zum Beispiel das Garnelenhaus-Wiki, ansonsten auch Garnelio, die haben wirklich eine sehr, sehr gute Blogseite, wo auch einzelne Beiträge sind zu Themen, die ich mir mal durchlesen kann, wie auch beim Wiki. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch die, ich glaube, Krusta-Hunter-Seite ist das, da bekommt ihr jetzt auch viele Informationen spezifisch über Wirbellose. Ansonsten auch viele Hersteller, viele Marken bieten auch Informationsseiten an. Sei es drum JBL, Denale, Tropica, jetzt spezifisch für Pflanzen zum Beispiel, Nährstoffkreisläufe. Da bekommt ihr auch vieles, vieles an Infos her. Ihr müsst euch halt stellenweise zusammenstückeln. Ich sag mal, wenn ihr jetzt so ein Buch hier habt, das ist wirklich Step by Step aufgebaut. Alles von, ich habe einfach nur die Idee, ich will ein Aquarium haben, bis vielleicht am Ende zum Punkt hin, mein Becken steht, ich bin jetzt in der Thematik, wie tue ich es dauerhaft pflegen, sowas zum Beispiel. Online müsst ihr euch vieles zusammensuchen. Es gibt viele Blogbeiträge, es gibt so Formate, sag ich mal, in einzelnen Steps. Gibt aber nicht viele Seiten, die so einen Rundum-Guide haben. Sprich, ich sehe es persönlich eher so ein bisschen als Ergänzung für Thema Bücher, wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich verstehe das mit dem Thema Bio-Kreislauf nicht so ganz, mit dem Thema, was muss ich für einen pH-Wert anstreben, da gibt es dann einzelne Beiträge zu, wo ihr euch auch nochmal Infos für herholen könnt. Schwierig, aber durchaus auch machbar, rein über online zu gehen. Ist wirklich möglich. Es gibt auch meines Wissens zwei, drei Seiten, die so ein E-Book-Format anbieten. Falls man jetzt nichts reell in der Hand haben will, sondern einfach, keine Ahnung, auf dem Handy oder am Tablet lesen will oder am Computer, auch eine Möglichkeit. Aber so online, das wäre so die dritte Möglichkeit. Was ziehen wir für einen Schluss da draus oder beziehungsweise was für einen Leitfaden? Mein persönlicher Tipp: arbeitet gerade am Anfang, wenn ihr viel Wissen aufsaugen wollt, vielschichtig. Verlasst euch nicht nur auf Bücher, verlasst euch nicht nur auf Online, verlasst euch nicht nur auf Vereine. Man muss ja auch so rumsehen, wenn ihr einfach zum Vereinstag geht, und habe wirklich null Ahnung und wollte die komplette Aquaristik erklärt haben, wird sich selten wahrscheinlich jemand finden, der euch 5, 6, 7 Stunden lang alles von A bis B erklärt. Davon abgesehen, schwierig alles zu behalten, außer man schreibt sich es vielleicht auf. Nehmt von jedem ein Häppchen mit. Mein persönlicher Tipp, erstmal mit einem Buch anzufangen, was relativ aktuell ist, für den Bereich, wo ihr hin wollt. Wie gesagt, normale Aquaristik, Nano-Aquaristik, Wirbellosen-Aquaristik, Einsteiger-Guides. Überlegt es euch vorher mal. Ich sag mal, ihr werdet ja irgendwo die Idee herhaben oder dass ihr sagt, okay, genau sowas hätte ich gerne. Taiwan-Setup, ein Malawi-Becken mit Buntbarschen, ein Amazonas-Becken mit Skalaren mit 500 Litern, keine Ahnung, wenn es die Bude hermacht.
Und da dann vielleicht einen Guide als Einstieg zu finden. Lest euch schlau. Wenn ihr Fragen habt, wichtiger Tipp von mir, ich hab leider das Buch nicht mehr gefunden. Ich hatte mal ein Einsteigerbuch gehabt, da waren hier ungefähr so viel Einklebezettel, Notizzettelchen drin, wie das Buch dick war. Und auf jedem hatte ich eine Frage notiert. Wenn ihr zwischendrin Fragen habt, wenn ihr so ein Buch lest, notiert sie euch. Meistens, wenn ihr diese 100, 120 Seiten, so die einfachen Guides durch habt, ihr wisst nicht mehr, was ihr euch alles gefragt habt, wo ihr es gelesen habt. Schreibt es euch auf. Und dann vielleicht Thema Vereinstage, mal zum Verein gehen, auf eine Messe gehen, an den Stand gehen, die Leute da fragen. Einfach die Möglichkeiten nutzen oder halt online, um euch euer Wissen komplett zu machen. Schreibt euch alles ordentlich auf. Und wenn ihr dann wirklich bei dem Step sagt, okay, ich bin mir jetzt sicher, ich weiß, was ich machen will, ich weiß, wie ich es hinkriege, ich weiß, wie ich es machen möchte. Dann legt los. Step by step, eins nach dem anderen. Nachfragen jederzeit, wenn ihr euch bei was unsicher seid. Nicht einfach irgendwas tümpeln lassen, sagen, wird schon irgendwie gehen, stand so im Buch, wird schon funktionieren. Nicht alles funktioniert immer so, wie es in Büchern oder online steht. Es sind Biotope, es sind wie kleine Welten und jede Welt entwickelt sich ein bisschen anders. Und da kann man individuell dann auch drauf agieren, wenn man mal ein Problem hat. Deswegen nutzt online, Vereine, sonst irgendwas, fragt nach, wenn was ist. Ja, das war so mein Infovideo mal, wo ihr Infos herbekommt, gerade wenn ihr im Einstieg der Aquaristik seid. Schreibt mir gerne mal auch die alten Hasen unten, wie gesagt, Thema unten rein, wie ihr so die Foren früher fandet im Vergleich zu heute. Ich sehe da leider Gottes ein bisschen einen Bergabtrend, aber verändern sich Dinge mit der Zeit, ist halt leider so. Ansonsten auch gerne vielleicht die Leute, die jetzt frisch in der Aquaristik drin sind und ihr erstes Becken haben, schreibt mal gerne rein, wo ihr eure Infos hergeholt habt, ob ihr wirklich sagt, ich habe die Nonplusultra-Seite gefunden. Da steht alles, was in dem Buch da auf 100 Seiten steht, in 10 Seiten kurz gefasst auf der Seite. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn euch das Video hoffentlich wie immer gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Und wie immer, schönen Sonntag noch. Ciao, bis dann.